THQ Nordic. Piranha Bytes. Oh, es geht mit Controller? Ich bin ein bisschen überrascht. Dann mache ich mal mit einem Controller. Ich wusste jetzt nicht, dass das mit einem Controller geht. Also, fortsetzen kann ich nicht. Und damit herzlich willkommen zu Risen. Ja, ich werde das jetzt mal mit einem Controller austesten. Ich bin jetzt überrascht, dass das mit einem Controller geht. Also, ich dachte mit Maus und Tastatur. Ich mach mal aber auch den Spielsound ein bisschen lauter. So, auch für mich. Und, ja, ist jetzt das erste Mal, dass ich Risen spiele, nachdem ich jetzt die Gothic-Reihe und Götterdämmerung gespielt habe. Götterdämmerung zählt für mich nach diesem Desaster auf jeden Fall definitiv auch nicht mehr zum Kanon. Da war ich total, enttäuscht, sagen wir mal so, und verwirrt. Und ich hatte eigentlich vorgehabt, so Arcania danach zu spielen, aber irgendwie lässt es sich nicht bei mir spielen, so, außer wenn ich Oblivion deinstalliere. So, ich habe alles gemacht, da auch in diesen Soundeinstellungen und so weiter, alles, was da für Tutorials standen, so im Internet, um es zum Spielen zu kriegen. Weswegen ich Arcania jetzt zum Glück erst einmal pausiere, also beziehungsweise gar nicht weitermache. Vielleicht irgendwann tue ich mir das nochmal an, aber aktuell blockiert mir Oblivion das Spielen von Arcania. Und da bin ich irgendwie ein bisschen froh drüber. Noch so eine Enttäuschung hintereinander wollte ich mir nicht antun. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein in Risen. Fangen ein neues Spiel. Erfolge? Es gibt Erfolge. Okay. Sehen wir uns das alles irgendwann an. Aber wir starten ein neues Spiel und sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Du fragst dich sicher, wo wir sind. Ja. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Kixadas? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen, aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. Ich fand's gerade super, wieder die Stimme von Bodo Henkel zu hören. Synchronsprecher von Xardas, fand ich echt super. So, aber wer ist da dieses Mal? Durchsuche den Strand. Okay, Ertrunkener. Drücke A, um den Körper zu untersuchen. Ein Lebenszeichen. Goldmünzen, ja. Ring. Grog, der beste Freund des Matrosen.
Warte mal, irgendwie die Soundeinstellungen, Ton. Ich mach mal ein bisschen lauter. Auf 80, ja. Eingabe, Spiel zum Bild. So, wen haben wir da? Angeschwemmter. Hoher Fisch ist nicht jedermanns Sache. Hiermit folgen zu uns zu einem Feuer oder Herd, Erik. Kleiner Heiltrank. Goldmünze. Boah, ich feiere das gerade, dass man das mit dem Controller spielt. Ne? Wie? Okay, das ist X, was ist B? D macht gar nichts. Y, kann ich mit ihm was springen? Ach ne, mit Joystick drücken ist springen? Nee, ne? Dann wir nochmal rum. Gibt's hier noch irgendwas? Ich weiß auf jeden Fall eine Sache über Risen. Wenn wir mit der Dame reden, beginnt das Tutorial. Aber ich will erstmal hier alles erkunden. Entdecken. Wir haben noch keine Waffe. Gut, dann reden wir erstmal mit der Dame. Ich weiß nicht. Sarah. Bloß passiert. Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Habe ich mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Du solltest dir eine Waffe besorgen. Ein Knüppel, ein Ast, irgendwas ist besser als nichts. Du findest bestimmt was am Strand. Ich warte so lange. Okay, Sarah. Noch eine Oh, Knüppel. Ah, okay. Nee, Knüppel. Verstehe noch nicht so ganz, was das hier ist. Wie das funktioniert. Wie packe ich die Waffe aus? Die Steuerung gefällt mir doch nicht so sehr, wie ich gehofft hatte. Ja. So. F5 ist Speichern, oder? Kann ich speichern? Okay. Spiel. Speichern. Ja, ich überschreibe das mal. Kämpfen wir mal gegen den Dodo da hinten. Wie sagt mir keiner, hier packt die Waffe weg. Also Sarah noch nicht. Ich habe noch eine Muffel. Seegeier, ja? Rohrbollen. Kein Lebenszeichen. Kein Lebenszeichen. Ich werde auf jeden Fall nach der Aufnahme schauen, so ob das von der Lautstärke her auch in der Aufnahme passt. Weil die Sprache ist doch schon sehr, sehr leise. Da ist noch ein Dodo. Noch mehr von denen.
Grünblatt. Da ist noch eine Pflanze, die mich ein bisschen angrinst. Mana-Wurzel. Grünblatt ist neu. Heilwurzel. Auch schön, dass ein paar Pflanzen irgendwie gleich geblieben sind. Vom Namen her. Nochmal kurz speichern. Komm, ich erstelle mal noch ein. In der Wildnis, Kapitel 1. Da sind Gobbos. Die hören sich schon gleich an. Wie damals. Wie die da am Hüpfen sind. Gnomen! Ja. Mist. Ja. Okay, Kämpfen gefällt mir irgendwie doch nicht so sehr. Oder ich muss mich einfach nur dran gewöhnen. Alter. Jagdmesser ist schon mal mehr also als so ein Knüppel. Wir haben es überlebt. Seemannskiste. Noch mehr Goldmünzen. Wein. Noch zwei Fackeln. So. Ich brauche eine Pfanne. Ich brauche eine Pfanne. Okay. Nochmal ganz kurz speichern, weil wir das überlebt haben und ich nicht weiß, ob ich den Rest da gleich auch noch überlebe, was da kommt. Heilkraut. Wenn da jetzt ein Schattenläufer kommt. Okay. Hört sich nicht so schön an, was hier noch ist. Mist, ich steck fest. Unser erster Tod. Okay, laden. Ich muss wirklich hier erstmal zurechtfinden, wie das läuft. Wie ich hier überlebe. Vor allem. Nee, Lebensenergie plus 5. Ich muss erstmal auch raus. Oh, ein Apfel. So, eine Rübe. Gibt auch ein bisschen Leben. Ich will den hier noch nicht verbrauchen. Heilwurzel. Hatten wir nicht eine Heilwurzel? Mana-Wurzel, was ist das? Heilwurzel hier. So, und das vielleicht speichern. Und dann halte B gedrückt zum Parieren und A, um anzugreifen. Okay, Tutorial ist durch. Ich glaube, den Kampf überlebe ich jetzt nicht. Alter.
Also komm. Okay, wir haben es überlebt. Gerade mal so. Das hat jetzt ab. Ne, so. Ach. Essen wir jetzt die Rübe und. Gibt das auch? Manchmal findet man eine Perle in einer Muschel. Na also. Nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu holen. Okay, schade. Zähne. Hornmuschel. Die damit umgehen können. Ich höre. Nichts. Okay, noch ein paar Heilkräuter. Wir haben nur noch den gehabt. Noch ein Knüppel. Sichel. Ich nehme mal alles mit, was ich hier finden kann. Ich hoffe, hier ist auch ein endloses Inventar. Also vorhanden, möglich. Eine Kralle, Zähne, Knochen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich nehme es trotzdem einfach mit. Weil in Videospielen sind wir halt bekanntlich hier ein Messi. So, Goldmünze. Brevering und Wasser. Ich gehe nochmal zurück. Oder warte mal. Jagdmesser. Klingenschaden. Einmal vielleicht zurück zu Sarah. Ich freue mich, dass man wirklich hier mit Controller spielen kann, aber ich bin noch nicht ganz warm mit der Steuerung. Hier ist eine Fackel. Das ist kein Dodo. Das war ein Dodo. Sarah? Ich hab Aua, kannst du mir helfen? Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landes Innere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Zieh besser deine Waffe. Ja, mach ich gleich. Einen Moment. Der Stuhl rutscht gerade wieder runter. So. Waffe zu ziehen, ja. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich den hier mal verwenden. Schade um Heiltrank, aber ja. Was ist das da? Eine junge Stachelratte. Pass auf! Autsch. Du schaffst es! Okay, blocken hilft bei denen nicht. Richtig gut, ich bin am Arsch. Das Fleisch roh zu essen bringt uns nicht viel. Wir brauchen eine Feuerstelle oder einen Herd. Wenn wir dann noch eine Pfanne finden, können wir es braten. Gebratenes Fleisch gibt eine Menge verlorener Energie wieder. Es gibt auch einige Pflanzen mit heilender Wirkung. Nimm am besten alles mit, was du an seltenen Pflanzen findest. Ja. Okay, ich habe da hinten eine Höhle gefunden. Kann ich ihr auch irgendwie was geben? Warte hier, kann ich ihr höchstens sagen. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Habe ich denn eine Pfanne? Ich habe gar keine Pfanne. Haben wir die Höhle denn auch komplett zu Ende schon erkundet? Hoppala. Nein, ah, die Steuerung. So, ich habe jetzt nichts mehr, was Leben auffüllt, ne? Das ist doof.
Alles schon verbraucht. Diese Höhle ist mir nicht geheuer. Lass uns doch lieber einen anderen Weg suchen, ja? Aber hier könnte es eventuell was Brauchbares geben. Ich weiß nicht, ob ich hier schon alles erkundet habe. Hier geht es ja wirklich noch weiter. Goldbeutel. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler ist, hier hinzugehen. Rostiges Schwert, Bolzen, Dietriche, nice. Heilkraut. Eisenerz. Erzschürfen verstehe ich nichts. Okay, wir können Erzschürfen lernen. Siehst du die Fackeln? Hier müssen irgendwo Menschen sein. Wenn wir den Fackeln folgen, werden wir bestimmt jemanden finden. Okay, geh bitte auf Sarah los, ja? Nicht auf mich. Das hättest du nicht... Nein, steck die Waffe nicht ein. Das war richtig gut. Okay, überlebt. Zähne haben wir nur bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier der richtige Weg ist, aber hier gibt es bestimmt noch eine Mana-Pflanze. Und... wie viel Leben hat Sarah? Ich weiß, ich bin ein echter Ehrenmann. Ach komm, so. Irgendwas. Heilkraut. Ich brauche eine Pfanne. Ich hoffe, der hat eine Pfanne. So. Mist. Pass auf! Ja. So, Zähne. Hilfswache. Der hat Gold, rohes Fleisch, eine Muschel. Habe ich jetzt von hier irgendwo Musik gehört oder war das von in-game? Okay, wir sind jetzt auch wieder zurück am Dings. Am interessanten Weg eingegangen. Aber wer sind wir eigentlich? Und was ist unsere Story? Also ist jetzt... oh, Heilkraut. Perfekt. Sehe ich hier noch mehr? Ich frage mich jetzt aber wirklich, wer sind wir erstmal? Also haben wir auch keinen Namen? Noch eine Goldmünze. Noch eine Goldmünze. Fläschchen. Noch eine Heilpflanze. Kann ich die Fässer durchsuchen? Ich glaube nicht. Ach nee, da ist wieder so eine Igelratte. Ist das gespeichert? Okay. Automatisches Speichern gibt es. Ich muss mich daran gewöhnen, dass hier automatisch gespeichert wird. Ja! Pass auf! Gut so! Ich hoffe, das ist die letzte Igelratte. Noch ein Heiltrank. Ja. Ich
muss mich jetzt erstmal wirklich hier zurechtfinden. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Siedlung. Erdbeben. Es war nicht nur in der Höhle. Das Blut. Sieh mal, ein verlassenes Haus. Was ist hier passiert? Wo sind die Bewohner? Hier ist keine Menschenseele. Irgendetwas Seltsames geht vor auf dieser Insel. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht solltest du erst mal im Haus nach dem Rechten sehen. Im Haus nach dem Rechten sehen. Und dann werde ich von so einer Stachelratte hier angegriffen. Oder ich finde eine Pfanne. Da haben wir jetzt einen Pilz. Grünblatt. Immerhin, Feuer brennt hier noch. Baumstumpf. Was kann ich damit machen? Okay. Einfache Truhe. Goldmünzen, Mana-Trank, Wichtelkappe. Hundesäge, okay. Sonst brauchbares gibt es hier, glaube ich, nicht. Zumindest sehe ich jetzt nichts. Was war das? Ach so. Will ich jetzt wirklich ins Haus gehen? Ja, sie macht sich da erstmal gemütlich, ne? Ich muss die Schwerstarbeit jetzt machen. Brot. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, toll. Was kannst du überhaupt? Hier, Besen. Kannst hier erstmal alles sauber machen. Grog. Da haben wir einen Dietrich. Eine Schlüssel. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Bis Mittag schlafen. Bis zum nächsten Abend. Bis Mitternacht. Ende. Bis zum nächsten Morgen kommen. Da ist dann Gesundheit erstmal voll. Wasserfass. War jetzt der Schlüssel für die Truhe? Ah, okay. Plündere die Truhe im verlassenen Haus. So, Gold, kleiner Heiltrank, Wasser, Milch, Pfanne. Sarah, ich habe eine Pfanne gefunden. Im Haus ist auch niemand. Im Haus ist auch niemand. Ich habe nur eine verschlossene Truhe gefunden. Ohne den richtigen Schlüssel kriegen wir die nie auf. Es sei denn, du kannst Schlösser mit einem Dietrich öffnen. Ich konnte die Truhe im Haus öffnen. Sehr gut. Und? Was hast du gefunden? Bisschen Kram und eine Pfanne. Großartig! Damit kannst du dir jetzt am Lagerfeuer Fleisch braten. Ach, so ein gebratenes Stück Fleisch wäre jetzt genau das Richtige. Ich sterbe vor Hunger. Irgendwie muss ich gerade an Enderal denken, so ein gebratenes, knuspriges, verbranntes Stück Fleisch. So. Machen wir. Wie lange brät er? Lecker. So, das machen wir auch, Hähnchenkeule. Riecht schon mal nicht schlecht. Und, das ging ein bisschen schnell. Lecker. Habe ich sonst noch kein Fleisch zum Braten? So, einmal Brethering erhalten. Hier hast du dein gebratenes Fleisch. Hier hast du dein gebratenes Fleisch. Ich danke dir. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Sehr gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Wir müssen weiter ins Landesinnere. Ich bin für Abenteuer nicht geschaffen. Die Gegend ist zu gefährlich für mich. In diesem verlassenen Haus bin ich in Sicherheit. Ich denke, es ist besser, wenn ich hier bleibe.
Ganz wie du willst. Ganz wie du willst. Der Weg dort nach Norden scheint weiter ins Innere der Insel zu führen. Irgendwo da oben wirst du hoffentlich jemanden finden, der noch lebt. Kapitel 1, die verbotene Insel. Wieso ist die Insel verboten? Warum hat niemand was gemacht dagegen, dass die Insel existiert? Hallo? So. Einmal kurz speichern. Wenn da schon wieder ein Wolf ist. Tja! Okay, kämpfen habe ich langsam raus, wie das funktioniert. Heilkraut. Ich glaube, diese Aussage werde ich noch bereuen, dass ich kämpfen drauf habe. Das werde ich definitiv bereuen. Kann ich hier überhaupt klettern? Ja! Mir gefällt es aber nicht, dass Springen auf dem Joystick ist, auf dem rechten Joystick. Boah, das müsste doch eigentlich voll wehtun, so barfuß hier überall rumzulaufen. Man nimmt ja mit den Füßen ja gefühlt jeden Kieselstein und so weiter mit. Mana-Pilz. Hier ist ein Korb. Da haben wir einen neuen Dodo. So. Was haben wir hier? Noch einen Mana-Pilz. Einen normalen Pilz. Mist. Ah, okay, zum Ausweichen. Ich muss schon in die richtige Richtung drücken, wohin ich ausweichen will. Ich hoffe, ich werde mir die Steuerung hier merken. Was? Reiselust? Druiden? Was auch immer? Okay, die Fackel hat sich gerade entzündet. Was ist das? Eine Grabmatte. Einfach. Flügelstaub. Grünblatt. Das hat gespeichert. Ich glaube, da unten werden wir es nicht überleben. Noch ein Pilz. Na, ihr? Was auch immer ich da gehört habe, ich will das nicht. Kann ich rennen?
Nein! Überlebt. Was haben wir da drin? Bitte eine Rüstung. Kleiner Mana-Trank, Wasser, Fackeln. Wie rüste ich Fackeln aus? Hier ist ein Hebel. Goldmünzen, Wein, noch eine Fackel. Zum Glück ist es hier nicht so dunkel, dass man gar nichts sieht. Aber ausgerechnet bei der Flucht falle ich da rein. Beim Reinkommen nichts. Abenteurer 10 Erfahrungspunkte. So, ich glaube, es wäre jetzt aber besser, nochmal kurz zu speichern. Ich weiß jetzt nicht. Ich mache noch einen neuen. In der kleinen Ruine. Was auch immer das ist, was ich da höre, ich will es nicht. Ich will es nicht wissen. So, was haben wir, was heilen kann? Heilwurzel? 30. So, Heilpflanze gibt 20. Und nochmal 20. Dann hier nochmal 10. Und nochmal 10. Beeren haben wir jetzt eingesammelt, okay. Gibt es hier noch mehr von den Viechern? Ich hoffe nicht. So. Da haben wir noch zwei von denen. Ich gehe lieber dran vorbei. Hier ist Zivilisation, hoffentlich. Oder ist es auch wieder leer? Da ist ein Keiler. Ich gehe mal davon aus, dass die hier Keiler heißen. Oder Ripper. Oder so ähnlich irgendwie. Trinken wir oder waschen wir uns? Wir trinken, okay. Oh! Halt, Börschchen. Was machst du hier? Ich bin Schiffbrüchiger. Ich bin Schiffbrüchiger. Also hat doch noch einer von der Mannschaft überlebt. Wir dachten, der Inquisitor wäre der Einzige gewesen. Du gehörst doch nicht zur Inquisition. Ich bin als blinder Passagier an Bord gegangen. Auf ein Schiff der Inquisition? Haha, du bist doch verrückt! Wenn die Weißen dich hier erwischen, werfen sie dich direkt in die Vulkanfestung. Du siehst dich am besten schnell mal hier um. Ich habe schon alles durchsucht. Für mich ist nichts mehr dabei. Aber du findest bestimmt noch eine brauchbare Waffe. Ich warte so lange. Wir können später weiterreden. Okay, Neil? Neil oder Neil? Ich glaube Neil. Ich hoffe, ich finde hier vernünftige Klamotten. Bolzen? Trank, Wasser, Fackel, Schlüssel, Truhenschlüssel aus einem Haus am Wegesrand. Der hat hier nichts mehr Brauchbares gefunden? Hat er so viel Gold im Übermaß? Kleiner Heiltrank. Ich kann hier auch nicht jeden Korb oder so erkunden. Roher Bollen, Fläschchen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das Brot. Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Abgesehen von der Truhe jetzt hier vorne. Okay, gehen wir an die Truhe. Schwert. Pfeil. Bolzen. Dietriche. Kleine Karte. Rum. Okay, Schwert. Nice.
Okay, so viele Waffen haben wir schon mittlerweile. Wir haben einen Ring. Händler geben gutes Gold dafür aus. Okay, den ziehen wir mal nicht an. Waffe, Heiltrank, Dietriche, Muschel. Nichts. Schade. Ein schmaler Beutel wiegt nicht viel. 25 Goldmünzen erhalten. So. Zeigt leider nur einen Teil der Insel. Wie öffne ich? Ah, okay. Welt. Region. Ah, okay. Wenigstens ein Schwert bekommen. Neil? Ich habe ein Schwert gefunden. Na, siehst du. Du kennst dich hier gut aus. Ich habe eine Frau im Süden zurücklassen müssen. Ich habe eine Frau unten im Süden zurücklassen müssen. Im Süden, sagst du? Die Wildnis da unten ist gefährlich. Da wird sie alleine nicht lange überleben. Gut. Ich kümmere mich um sie, sobald ich Zeit dazu habe. Wenn du sie das nächste Mal siehst, dann kannst du ihr ja sagen, dass ich sie holen werde, sobald ich einen Platz für sie gefunden habe. Du kennst dich hier gut aus, oder? Du kennst dich hier gut aus. Ich denke schon. Was willst du wissen? Wo gibt es hier was zu holen? Wo gibt es hier was zu holen? Tja, hier jedenfalls nicht. Die Bauern haben alles mitgenommen, als sie zur Hafenstadt aufgebrochen sind. Die Weißen lassen niemanden rein oder raus aus der Stadt. Warum nicht? Ganz einfach, weil sie niemanden hier draußen haben wollen, der sich an den Ruinen zu schaffen macht. Wir Banditen sind womöglich die Einzigen, die noch frei sind. Ich sag dir, geh in die Hafenstadt oder komm zu uns. Alles andere wäre Wahnsinn. Was weißt du über die Hafenstadt? Was weißt du über die Hafenstadt? Wenn du es einmal hineinschaffst, lassen dich die Weißen in Ruhe. Ein paar unserer Jungs sind drin, die helfen dir bestimmt weiter. Ich kann dir den Weg zeigen, auch wenn du bei uns im Lager besser aufgehoben bist. Du hast eben eine Vulkanfestung erwähnt und die Weißen. Wer sind die Weißen? Du hast eben eine Vulkanfestung erwähnt. Was ist das? Das ist der letzte Ort, an dem du sein willst. Dort hat sich die Inquisition niedergelassen und bildet ihre Rekruten aus. Besser, du hältst dich von dort fern. Komm lieber zu uns ins Lager. Warum sollte ich zu euch ins Lager gehen? Warum sollte ich zu euch ins Lager kommen? Wir haben Fleisch, Bier und wir machen aus dir einen anständigen Kämpfer. Ein Schwert hast du ja schon. Oben in der Vulkanfestung lassen sie dich höchstens mit dem Stock trainieren. Später. Ich gehe erstmal zu Sarah. Ich sammle das hier noch ein eben. Achso, das kann ich nicht einsammeln. Und ich sage einmal Sarah Bescheid. Es wird sie jemand holen kommen. Und bisher irgendwie die Banditen sagen mir am meisten zu. Hier haben wir noch eine Beere übersehen. Ich hoffe wirklich von der Lautstärke her, dass das passt. Also ich muss das wirklich gleich nach dieser Aufnahme einmal kurz mir ansehen, anhören. Und eventuell vielleicht sogar nochmal nachbearbeiten, die Aufnahme. Von der Lautstärke. Da sind ja auch noch Bären, oder? Ne, das sind keine Bären. Okay. Will ich zuerst aber ins Lager oder will ich zuerst in die Hafenstadt? So. Hi, Sarah. Du bist zurückgekommen. Ja. Und ich habe Neuigkeiten. Das ist großartig. Was hast du gesehen? Die Menschen auf dieser Insel haben scheinbar ihre eigenen seltsamen Gesetze. Auf der Insel leben Menschen. Doch die Situation ist etwas angespannt. Das ist trotzdem eine gute Nachricht. Das bedeutet, dass ich dieses schreckliche Haus wieder verlassen kann. Danke, dass du zurückgekommen bist, um es mir zu sagen. Bevor ich es vergesse, ich habe diesen Trank gefunden. Hier, du kannst ihn bestimmt besser gebrauchen als ich. Dann will ich jetzt nur hoffen, dass ich bei irgendjemandem Zuflucht finden kann. Man wird sich um dich kümmern. Man wird sich um dich kümmern. Dafür habe ich gesorgt. Ja? Das ist gut. Dann bleibe ich so lange hier, bis jemand kommt und mich hier rausbringt. Danke. Vielen Dank. Du bist ein guter Mensch. Pass gut auf dich auf. Wäre schade drum, wenn es dich doch noch erwischt. Okay, nochmal 50 Erfahrung bekommen. Nice. Und einen großen Heiltrank haben wir bekommen. Okay, dann gehen wir mal zu Neil. Wieder zurück.
Ich habe das Gefühl, hier kriecht, fleucht, kreucht und so weiter immer noch irgendwas. Okay, damit sind wir ein kleines bisschen schneller. So, aber es nervt irgendwie die ganze Zeit auf dem Joystick rumzudrücken. Gegen zwei von denen will ich mich noch nicht an. Da ist ein umgekippter Baum. Kann man da hoch? Gibt's da oben was? Kann ich von hier aus nicht erkennen, aber ich will jetzt mich mit den beiden da noch nicht anlegen. Oh, er hat sich wieder hingesetzt, okay. Ich würde sagen, wir gehen zuerst zu denen, zu Nils Lager. Führe mich zu eurem Lager. Führe mich zu eurem Lager. Kein Problem, folge mir. Oh, ich habe ein besseres Schwert als er, oder? Zwei Stachelratten. Ja, will ich lieber noch nicht riskieren. Da! Siehst du die Ruine, die dort im Norden aus dem Boden ragt? So eine habe ich schon an anderer Stelle gesehen. Dort haben die Weißen vor einigen Tagen ein größeres Artefaktlager errichtet. Wenn ich du wäre, würde ich mich dort nicht sehen lassen. Jemanden wie dich kassieren die Jungs sofort ein und werfen dich in die Vulkanfestung. Dort werden sie dir den Stabkampf beibringen und dich in den Ruinen verheizen. Nett. Nicht wahr? Also, überleg dir das gut. Komm weiter. Es ist nicht mehr weit bis zum Sumpf. Oh, Sumpflager. So, und das ist die Inquisition? Ich glaube, da habe ich wieder so ein Schweinchen, so ein Keiler gehört. Wenn du hier dem Weg weiter Richtung Norden folgst, kommst du in unser Lager. Aber lass dich von unseren Jägern nicht zur Arbeit einspannen. Die faulen Hunde suchen nur einen Grund, um nicht jagen zu müssen. Danke, ich komme schon zurecht. In Ordnung. Ich gehe da mal wieder auf meinen Posten zurück. Viel Glück, wir sehen uns. Hier weiter Richtung Norden? Ach, da oben ist der Kompass. Stachelratte, bitte weg. Vielleicht einmal kurz nochmal speichern. Machen wir das hier. Mist. Nein. Gut, dass wir gespeichert haben. Hat sich gelohnt, das Speichern auf jeden Fall. In der Wildnis. So, vielleicht kann ich einfach an dem vorbeirennen und irgendjemand anders übernehmen. Aber das sind dann Erfahrungspunkte, die mir weggenommen werden. Ich weiß nicht. Wenn ich einfach dran vorbeirenne, kann man rennen? Tu mir nichts. Ich helfe dir. Ja, da. Danke. Hilf mir. Dich wird niemand vermissen. Hey, du. Wo willst du hin? Was geht dich da an? Ich schaue mich hier nur mal um. Ich schaue mich hier nur mal um. Sei vorsichtig, der Sumpf ist gefährlich. Ja, habe ich gemerkt. In letzter Zeit sind einige von uns von Rottwürmern gefressen worden. Rottwürmer? Am besten bleibst du auf dem Steg. Oder noch besser, ich gebe dir eine Karte von dieser Gegend, damit du dich nicht verläufst. Also, wenn ich dich so ansehe, wie wär's mit einer besseren Waffe? Woher bekomme ich eine bessere Waffe? Woher bekomme ich eine bessere Waffe? Das kommt darauf an, welche Waffe dir am besten liegt. Einige schwören auf das Schwert. Andere wiederum mögen lieber die Axt. Da bist du sicher bei unseren Kämpfern im Tempel, dort im Norden, gut beraten.
Ich bin Jäger. Mir liegen hier Pfeil und Bogen. Ich habe einige schöne Exemplare dabei. Wenn das Gold stimmt, könnte ich mich sicher von dem einen oder anderen trennen. Was jagst du hier im Sumpf? Da gibt es so einiges, was man hier jagen kann. Doch versuche ich mich schon seit einigen Tagen mit diesem Wurm drüben im Westen. Doch allein ist mir das Monstrum einfach zu gefährlich. Wäre mir lieber, ich hätte Hilfe. Was ist das für ein Ort hier? Du bist noch nicht weit rumgekommen, was? Pass mal auf. Alles, was du hier siehst, gehört Don Esteban, unserem Herrn. Der Tempel hier im Norden, der Sumpf hier, einfach alles. Wenn ich du wäre, würde ich es mir mit dem Don und seinen Kämpfern nicht verscherzen. Erzähl mir was über euren Tempel. Das Ding war auf einmal da. Kam wie aus dem Nichts, aus dem Boden geschossen. Und mit ihm kamen diese ekligen Biester. Doch unsere Kämpfer haben ihnen ordentlich eingeheizt. Da drinnen lebt garantiert nichts mehr. Jetzt dient der Tempel unserem Don als Behausung. Naja, jedenfalls solange wir noch hier sind. Okay, ihr seid nicht immer hier im Sumpf gewesen? Als der Inquisitor mit seinen weißen Kriegern die Hafenstadt übernommen hat, sind wir hierher geflüchtet. Die weißen Typen sind heftig. Mit Magie und so, verstehst du? Da sind wir lieber abgehauen. Hoffentlich bleiben die nicht ewig in der Stadt. Und eklige Biester? Was für eklige Biester? Ja, einige von den Viechern schwirren immer noch hier rum. Frag doch mal Ricardo danach. Er ist einer der Kämpfer und Wachposten im Banditenlager drüben beim Tempel. Der kann dir einiges darüber erzählen. Naja, wenn er denn mal das Maul aufkriegt. Okay, was weißt du noch über die Weißen? Nur das, was alle wissen. Komm den weißen Ordenskrieger nicht zu nahe, sonst schleppen sie dich in die Vulkanfestung. Okay, da weiß Zwangsrekrutierung. Die armen Schweine da oben kriegen erstmal eine Gehirnwäsche und dann werden sie in den Tempelruinen verheizt. Ich mach da nicht mit, das schwöre ich dir. Okay, und was macht euer Boss, der Don, im Tempel? Don Esteban wartet auf eine Gelegenheit, wieder in die Stadt zurückzukommen. Seit wir hier sind, sammelt er Gold und rüstet sich für einen Angriff gegen die Weißen. Ich hoffe, dass es nie dazu kommt. Mir wäre lieber, die Männer des Inquisitors würden von alleine wieder verschwinden. Aber wer bin ich schon? Das überlasse ich lieber dem Kämpfer. Was, wenn ich dir helfen? Nee, das mache ich noch nicht. Lass uns handeln. Wie viel Gold habe ich und, so, was hat er hier? Wie funktioniert das System? Fenster wechseln. So, Jagdmesser. Rostiges Schwert, die Sicheln. Dreh ich ihn mal an. Die Knüppel. Pfeile und Bolzen. Ich behalte die Munition für jede Armbrust. Die behalte ich erst einmal. Das alles behalte ich auch erst einmal. Aber wie komme ich jetzt auf sein Fenster? Mit Maus kann ich jetzt nicht rübergehen, ne? Deine Waren sind teurer als meine. Ich gebe dir noch 17 Gold. Nein, warte. Wie? Ah! Ich gebe dir noch, ich gebe dir noch 16 Gold. Ach so. Ich habe jetzt... Ich verstehe das Handelssystem hier noch nicht. So. Aufgepasst! So macht man das! Oh, da hat er den nächsten schon gekillt. Leben hat sich auch schon extrem erhöht, wenn wir aus dem Wasser hier trinken. Sind das diese Sumpfhaie nur, wie hat er die genannt? Rottwürmer?
Marcus hat gespeichert. So, aber ich würde sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Und ich schaue auf jeden Fall erst einmal, passt der Sound oder so, muss ich irgendwas bearbeiten. Aber vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.